Deutschland hat aus Sicht der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel die Aufnahme von Hunderttausenden Flüchtlingen ab dem Jahr 2015 bewältigt. In einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview der Deutschen Welle sagte Merkel auf die Frage, ob wir es geschafft hätten: "Ja, wir haben das geschafft. Aber wir waren wirklich viele, viele Menschen in Deutschland, die mit angepackt haben. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, viele, die heute noch Patenschaften haben." Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Diese Aussage war im Spätsommer 2015 prägend für die deutsche Migrationspolitik. Die Kanzlerin sprach nun auch von wunderbaren Beispielen, von gelungenen menschlichen Entwicklungen unter den Migranten, etwa von jenen, die hier Abitur gemacht hätten. Es sei aber nicht alles ideal gelaufen, räumte die CDU-Politikerin ein. Und es gibt auch schlimme Vorfälle, wenn ich an die Kölner Silvesternacht denke, betonte sie. Auf der Kölner Domplatte waren in der Silvesternacht 2015/16 hunderte Frauen bestohlen, sexuell bedrängt und teils vergewaltigt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln stammte ein Großteil der Beschuldigten aus Algerien und Marokko. Die Vorkommnisse in Köln machten weltweit Schlagzeilen. Merkel bezeichnete den Flüchtlingszustrom und die Corona-Krise als die größten Herausforderungen ihrer 16 Amtsjahre.